Ich habe einen Mann, den viele möchten, der immer mich bewahrt vor allem Schlechten. Ein jeder kennt ihn, Novak ist sein Name. Ihm dank ich es, dass heut ich eine Dame, ob angezogen oder als ein Nackter. Da haben wir schon wieder. Der Novak zeigt am ganzen Leib Charakter. Ich hätte schon längst ein böses entgenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ich hätte an vielen Dingen mein Vergnügen, ich würde so gerne in der Gosse liegen. Jeder wäre es glauben. Ich möchte einmal sinnlos mich besaufen, ich möchte mit einem Freudenmädchen raufen, ich möchte einmal Menadol verbrauchen, ich möchte mir Memphis Marihuana rauchen. Ich hätte auch längst schon Morphium genommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Mir geht's da ganz ähnlich. Ich möchte mal bei Vollmond ein Vampir sein. Yeah. Ich möchte Geliebte von einem Fakir sein, damit mich, wenn ich lieg ohne Matratze, von hinten auch die Nagelspitzen kratzen. Nur die Nagelspitzen. Ich möchte Austern mit der Schale essen. Ich möchte mit einem Walfisch mich vergessen. Ich hab mir das schon alles vorgenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ja. Der Novak ist zwar einerseits ein Segen, doch andererseits lässt er uns nicht bewegen. Da stand ein Inserat in einer Zeitung. Es sucht von einem Nachtlokal die Leitung. Ein junges Mädchen, brav, mit netten Wesen. Jetzt kommst du. Des Knockertons vor Tirolern und genesen. Den Posten hätt sofort sie angenommen, aber der Novak lässt uns nicht verkommen. Wunderschön! Bravo, wunderschön! Frau Christine Sprenger!